Die verwandelten Elfen. Ein Märchen von Thomas Crofton Croker. Johann Mulligan war ein so ehrlicher alter Bursche, als je einer in Carlo seinem Pferde Sporn in die Seiten gesetzt hat. Außerdem war er der lustigste und munterste Geselle bei einem Punschnapf, den man weit und breit im Lande finden konnte. Er pflegte auch ein gutes Pferd zu reiten, und ein besserer Punsch als der seinige wurde bei 19 Edelleuten nicht getrunken. Mulligan glaubte steif und fest an Geister und ward böse, wenn jemand daran zweifelte. Er wusste mehr Geschichten davon, als in 2 Quartanten könnten gedruckt werden, und er versäumte nicht, sie zu erzählen, sobald er einen Zuhörer finden konnte. Einige glaubten ihm diese Geschichten, die meisten glaubten sie nicht, doch niemand pflegte zuletzt mehr dem alten Manne zu widersprechen, weil es unbarmherzig gewesen wäre, ihn damit zu quälen. Doch in seiner Nachbarschaft befanden sich ein paar junge Leute, welche eben zum ersten Male während der Ferienzeit von der hohen Schule gekommen waren und die Sommermonate bei ihrem Oheim Herrn Whaley zubrachten, einem alten Anhänger von Cromwell. Sie waren von ihrer Schulweisheit zu sehr angefüllt, als dass es ihnen möglich gewesen wäre, den alten Mann unangefochten seiner Wege gehen zu lassen. Sie belachten jede Geschichte, die er vorbrachte, und riefen: »Das ist unmöglich! Das ist alter Weibergeschwätz!« oder dergleichen. Wenn er behauptete, seine Geschichten wären aus der reinsten Quelle geflossen, ja, einige von seiner eigenen Großmutter, einer achtungswürdigen alten Dame, wenn auch leicht beweglichen Geistes, als Dinge erzählt wurden, die sie selbst erlebt hätte, so schnitten sie das Gespräch damit ab, dass sie behaupteten, die Großmutter wäre damals schon kindisch gewesen und hätte ohnehin in ihrer besten Zeit große Neigung gehabt, bei ihren Erzählungen ein langes Seil zu drehen. »Aber«, sagten sie, »Mulligan, habt ihr denn jemals selbst einen Elfen gesehen?« »Niemals«, antwortete er. »Wohlan«, riefen sie, »bis dahin naht uns nicht mit solchen Erzählungen eurer Großmutter.« An diesen Fleck war Mulligan besonders empfindlich und er wollte für seine Großmutter in die Schranken treten, aber die jungen Leute waren ihm zu scharf und zuletzt geriet er in Hitze, wie gewöhnlich der, welcher bei einem Streit im Nachteil ist. Diesen Abend, da er bei ihrem Oheim, der sein alter Freund war, zu Mittag gegessen hatte, hatte er ziemlich reichlich getrunken und war ganz aufgeregt. Endlich war er ganz leidenschaftlich, ließ die Pferde vorführen und ungeachtet aller Bitten des Hausherrn jagte er fort, obgleich er willens gewesen war, da zu schlafen. »Ich mag nichts mehr mit diesen beiden Maulaffen und Gelbschnäbeln zu tun haben«, rief er, »die, weil die gelernt haben, unnützes in Totenfüßen gedrucktes Zeug zu lesen und von einigen rotnasigen, geschwätzigen alten Perückenstöcken unterrichtet worden sind, sich einbilden, sie wüssten mehr als ein rechtschaffener Kerl, der sich sauer auf der Welt hat werden und ein paar Schock Jahre lang sich den Wind ins Gesicht wehen lassen.« In ärgerlicher Hast ritt er fort und jagte so gewaltig, wie sein Ross über die Kalksteine dahinsprengen konnte. »Verdammt«, stammelte er, »Gott verzeihe mir meine Sünde. Die Schurken hatten in einem Stücke recht, dass ich niemals Elfen gesehen habe. So wollte ich doch 5 Acker, so gut als 1, auf dem je Kartoffeln wuchsen, darum geben, könnte ich nur einen Schimmer. Aber, gerechter Himmel, was ist das?« Er blickte auf, vor seinen Augen zeigte sich das artigste Schauspiel von der Welt. Der Weg führte an einer anmutigen Ebene vorüber. Hier und da standen Bäume, nicht dicht wie in einem Wald, sondern 5 oder 6 beisammen oder auch einer ganz allein und erhoben sich über dem grünen Grund, wie ein Vorgebirge aus der See aufsteigt. Er war gerade der Krone des Gehölzes gegenübergekommen, eine Eiche, welche in den ältesten Urkunden der Grafschaft die alte Eiche von Bellinghassig genannt wurde. Die Zeit hatte den Stamm ausgehöhlt, während noch immer die mächtigen Äste mit ihrem dunklen, gezackten Laubwerk hin und her sich bewegten. Der Mond schien eben in vollem Glanz, und bei diesem Licht bemerkte Mulligan eine allerliebste Gesellschaft kleiner, artiger Gestalten, die unter der Eiche in immerwährender, behender Bewegung tanzten. Es waren viele beisammen,
Einige breiteten sich fern noch über den fernsten Schatten der Eichenäste aus. Andere zeigten sich glänzend in den fliegenden Lichtern, die zwischen den Blättern durchdrangen. Andere konnte man ungehindert sehen, wie sie sich am Stamme unten niedergelassen hatten. Und wieder andere waren ohne Zweifel vor seinen Augen bestimmt noch verborgen. Niemals hat man etwas Lieblicheres gesehen. Sie waren kaum 3 Daumen hoch, aber weiß wie der gefallene Schnee und von unzähliger Menge. Mulligan hing dem Pferd den Zügel über den Hals und ritt bis zu der niedrigen Mauer, welche die Anlage umgab, und darauf gelehnt beobachtete er mit unaussprechlichem Vergnügen ihre Tänze und Sprünge. Bei diesem längeren Anschauen bemerkte er bald manches, was ihm anfangs nicht in die Augen gefallen war. Besonders zeigte sich in der Mitte der König in größerer Gestalt, um welchen sich die Gruppe zu bewegen schien. Er starrte so lange, bis er endlich vor Freude sich nicht mehr zurückhalten konnte und laut rief: »Recht so, kleiner Geselle, wohlgesprungen und tüchtig!« Aber in demselben Augenblick, wo er diese Worte ausgesprochen hatte, verfinsterte sich die Nacht und die Elfen verschwanden mit Blitzesschnelle. »Ich wünschte«, sagte Mulligan, »ich hätte meine Zunge im Zaum gehalten, aber es macht nichts. Jetzt will ich sogleich umkehren und die eingebildeten, überklugen jungen Herren auf diesen Platz heraustreiben.« Mulligan eilte mit Windesschnelligkeit zurück. Er rasselte heftig an der Türe und rief laut nach den beiden Jünglingen. »Hey da«, sagte er, »ihr jungen Plattköpfe, kommt herunter, wenn ihr getraut. Ihr sollt euch mit eigenen Augen überzeugen, dass ich wahr gesprochen habe.« Der alte Whaley steckte seinen Kopf aus dem Fenster und sprach: »Johann Mulligan, was bringt euch so spät wieder zurück?« »Die Elfen, die Elfen«, schrie er. »Ich fürchte«, murmelte dieser, »ihr habt in das letzte Glas, das ihr trankt, zu wenig Wasser gegossen. Doch es hat nichts zu sagen. Kommt herein und kühlt euch bei einem Becher Punsch ab.« Er kam herein und setzte sich wieder an den Tisch. In großer Begeisterung erzählte er seine Geschichte. 1000 und abermal 1000 Elfen hatte er gesehen, tanzend unter der alten Eiche von Bellinghassig. Er beschrieb ihre prächtigen Kleider von glänzendem Silber, ihre runden, flachen Hüte in dem Mondschein schimmernd und die fürstliche Gestalt und Haltung des Oberhaupts. Er fügte hinzu, dass er ihren Gesang gehört und die entzückende Musik, die sie gemacht hätten. Doch das war bloße Einbildung. Die jungen Leute lachten, Mulligan aber ließ sich nicht irren. »Wenn wir nun«, sagte einer von ihnen, »mit euch gemeinschaftlich zu dem Platz hinausritten, wo ihr die prächtige Gesellschaft von Elfen gesehen habt?« »Gut«, rief Mulligan, »nur kann ich euch nicht versprechen, dass ihr sie dort finden werdet, denn ich sah sie in die Höhe rauschen wie ein Schwarm Bienen und hörte ihre Flügel in der Luft sausen.« Das war aber eine Prahlerei, denn Mulligan hatte nichts dergleichen gehört. Sie ritten alle 3 fort und kamen zu dem Gehölz. Sie langten bei der Mauer an, dem großen Baum gegenüber, und der Mond war aus den Wolken wieder aufgetaucht und schien so hell, als wie Mulligan zuerst vorbeikam. »Schau dort«, rief er frohlockend, denn dasselbe Schauspiel begann wieder vor seinen Augen und deutete mit seiner Reitgerte hin. »Schaut und leugnet, wenn ihr imstande seid.« »Wahrhaftig«, sagte einer von den Jünglingen mit einigem Nachsinnen, »dort sehen wir eine Gesellschaft weißer Gestalten, aber wären das Geister noch 10-mal mehr, ich gehe doch unter sie.« Damit stieg er ab, um über die Mauer zu klettern. »Ach, Thomas, Thomas«, rief Mulligan, »halt, halt, was wollt ihr tun? Die Geister, das stille Volk, mein ich, haben es nicht gern, wenn sich jemand unter sie mischt. Ihr werdet gezwickt oder geblendet, oder euer Pfad verliert die Eisen, oder... Oh nein, jetzt ist er bald bei der Eiche, Gott steh ihm bei, denn kein Mensch kann ihm mehr helfen.« In diesem Augenblick war Thomas bei der Eiche angelangt und wollte bersten vor Lachen. »Mulligan«, rief er, »behaltet eure Gebete für euch, eure Geister sind nicht bösartig. Ich glaube, sie geben eine leidlich gute Brühe.« »Brühe?«, sagte Mulligan, welcher, als er fand, dass die beiden Jünglinge, denn der zweite war seinem Bruder gefolgt, mitten unter den Geistern lachend standen, ebenfalls abgestiegen und langsam vorgegangen war. »Was meint ihr mit Brühe?« »Nichts, als dass es Schwämme sind.«
antwortete Thomas. »Denn das waren sie wirklich, und euer Oberon ist nur ein übergroß gewachsener Pilz.« Der arme Mulligan gab sein Erstaunen in einem langen Ausruf zu erkennen, schwankte, ohne noch ein Wort zu sprechen, zu seinem Pferd und ritt in starkem Galopp nach Haus, ohne einmal hinter sich zu schauen. Es dauerte lang, ehe er es wagte, den beiden Lachern wieder vor die Augen zu treten, und bis zu seinem Tod nannte ihn das Volk den Pilzenhans in diesem und 5 anderen Kirchsprengeln.